nicht mehr aus. Trotzdem wollen wir ja auch die Dinge betrachten, die eben nicht Karmen sind. Da kommt erstmal noch dieses hier, Patri. Ich habe Ihnen ja auch einen Text geschrieben, der ist auch von ChatGPT zusammen mit mir erarbeitet, will ich mal sagen. Es ist eine Oper ursprünglich, die auch weitgehend vergessen ist, die schon bei der Uraufführung keinen Erfolg hat, und ChatGPT behauptet, die Depression, die daraus resultierte, hätte auch eine Ursache mit dargestellt für Bizets frühen Tod. Genau genommen weiß man darüber relativ wenig, auch über seinen Tod, außer dass es ein Herzanfall gewesen sein soll. An anderer Stelle habe ich auch gelesen, er hätte da irgendwelche Affären gehabt mit Frauen und Ärger mit seiner Frau. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Ich sollte es vielleicht noch tun. Er war nämlich verheiratet mit der Tochter eines anderen Komponisten, nämlich Romantal Alevi. Den kennt heute auch kaum noch einer. Der hat eine berühmte Oper geschrieben, La Juif, die Jüdin. Die findet sich ganz gelegentlich mal noch im Repertoire. Damals war das aber in Frankreich ein sehr prominenter Mann. Das ist sein Schwiegervater. Und wenn er da die Tochter betrogen hat, hat es wahrscheinlich Ärger gegeben. Naja, wie gesagt, Patry ist dann auch von wem anders als von Herrn Giraud hinterher ausgeschlachtet worden und Orchesterstücke daraus gemacht worden. Und da gibt es dann jetzt auch noch in verschiedener Länge. Ich habe also versucht, aus dem Chat-GPT herauszuleiern, was wir denn jetzt hören. Der konnte mir auch nur sagen, es gibt halt verschiedene Versionen in verschiedenen Längen mit verschiedenen Zahlen von Sätzen. Also das ist jetzt, was wir jetzt hören, ist bei weitem eher eine der kurzen Varianten. Es ist auch nicht die Ouvertüre, sondern eben 12 Minuten. Wir hören es uns mal an. Das ist eben auch ein Orchesterwerk, im Wesentlichen orchestriert von Bizet, weil es ist ja eine Oper gewesen, aber arrangiert eben wieder von Ernest Giraud. Thank you.
Auch das ist, wie ich finde, eine ganz wirkungsvolle Zusammenstellung. Wir haben natürlich keinen Schiller, wie diese Oper als solche geklungen hat. Und natürlich sind diese Stücke in dieser Suite eben auch zwar sehr melodiös, aber jetzt nicht im Sinne von sinfonisch durchgearbeitet. Das zieht sich ja so durch. Der Bizet war kein Sinfoniker, eigentlich auch kein Orchestermusiker. Er war eben ein Opernkomponist. Und ja, da hängt es dann immer stark davon ab, wie gut das Libretto ist, das seinen Produktionen zugrunde liegt. Jetzt kommen wir immer noch nicht zu Carmen, sondern erst müssen wir uns noch kurz mit der ersten Sinfonie befassen. Auch da haben wir wieder das Phänomen, wann hat er sie geschrieben? Mit 17 Jahren. Ich sagte ja, alles, was nicht Oper ist, hat er im Wesentlichen im Konservatorium oder in der Folge geschrieben. Danach hat er sich nicht mehr damit befasst. Die ist erst entdeckt worden im Jahre 1935, das steht da ja auch, und wurde dann ungeheuer gerühmt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nie so ganz verstehen. Ich habe diese Sinfonie immer als, naja, ganz nett empfunden, aber nicht sonderlich tief. Wobei Tiefe ist ohnehin nicht unbedingt die Stärke von Bizet. Nun ja, aber sie entspricht zumindest, da ist ja Konservatoriumsstück, den formalen Regeln einer Sinfonie. In der seine zweite Sinfonie, die unbekannter ist, die entspricht noch nicht mal dem. Wir kommen dahin. Jetzt spiele ich Ihnen aber vor den vierten und letzten Satz, der recht fröhlich ist. Wobei insgesamt alles von Bizet ist gut zu hören. Das muss man immer wieder sagen, wobei ich trotzdem finde, diese Sinfonie ist insgesamt etwas akademisch, aber der vierte Satz, den können wir schon vertragen. Na, wenn ich ihn denn finde, wo ist er denn? Oh. Thank you.
Thank you.